Ja, hallo erstmal. Ja, hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terra. Nach dem Neustart sind wir nicht mal bei den Affen. Jetzt sind wir immer noch wieder hier bei den Untersuchungen. Bei dem Untersuchen, aber jetzt können wir noch mal das Icon uns holen. Müssen bloß irgendwie rüberspringen, ne? Bleib hier. Ah, Drachenblut, Tropfen Drachenblut. Wunderbar, wunderbar. Können wir uns hier nämlich noch mal umschauen, ne? Ob hier noch was liegt. Da ist noch was. Fettwachsklumpen. Da sitzt er noch so. Oder? Den kann ich nicht anvisieren, okay. Um die Ecke? Das sind zwei Stück. Sind das auch wieder so eine, die hier so eine komischen Zikaden raufschicken? Ich glaube, ne? Hä? Was war das? Ach, der hat auch so ein Tausendfüße oder was? Oh oh. Wo geht's hier lang? Kann von der Seite nicht geöffnet werden. Alles klar. Alles klar. Da liegt noch ein Item. Kommt doch bestimmt gleich wieder hier so ein was raus, oder? Okay. Da ist noch eine. Okay, der beruhigt sich wieder. Der hat auch so ein komisches Dings da. So. Sind alle hier, ne? Die so da sitzen. Die Tür. Sie mit. Warte mal, Moment, wir sind von da gekommen. Ist das die Rückseite von den anderen? Hey, ja, ja, oh. Schnell rasten, geh mal weg, geh mal weg. Sind die weg? Für mal haben wir Dings drin gehabt. Unsichtbarkeit hier? Nee, nee. Nee, muss ich wieder reinmachen, ne? Wir machen mal wieder die Ungos. Wie heißt das nochmal schnell hier? Garschins Konfekt rein. Gott. Vielleicht können wir ja ein, zwei töten. Mal gucken. Nee, das. Na komm, sterben lassen, ne? Der hat einen großen roten Punkt angezeigt. Okay, dann, ja. Oh, Punkte gehen weg. Oh, oh, oh. Ja, Dummheit muss bestraft werden, ne? Tür hätten wir mal zulassen sollen. Da liegt auch noch ein Item. Wo war die Tür? Ach, hier ging es raus, ne? War der nicht hier? Doch, da. Lass mal kurz unsichtbar machen. Ja, die sind alle hier drinnen, ne? Ich
Hier war auch noch der eine rumlief hier. Ja, da. Muss mal abwarten, bis er wieder dichter kommt und dann. Ah ja, Verschwendung von Garschins Konfekt, ne? Dann sind die anderen ja auch wieder da unten. Warte mal, dann gehen wir so lange da rein. Gehen wir nochmal runter. Jetzt kamen die mit dem Feuer, ne? Warte mal, da haben wir doch. Ja, Moment. Löschpuder, ne? Ist aus. Genau, wir wollten ja mal gucken, was hier unten drin ist, ne? Aber warum ist das so dunkel? Gehen wir einfach so rein, oder? Kommen wir wieder hier hoch? Ist die andere Frage, ne? Ist hier irgendwie noch ein anderer Weg, der irgendwie hochführt? Wie sagt man so schön, mehr als sterben können wir nicht, ne? Oder? Sollen wir hier runterspringen? Ist das der bodenlose Loch, was der unser Meister meinte? Ah, da ist doch. Okay. Ich höre hier was. Hört sich nicht gut an. Ach, nochmal so ein Spucke, ne? Kommst du runter? Komm überhaupt da hoch? Ist ja eine Frage, ne? Okay, Stern hat soweit erstmal nichts gebracht. Nee, das Spuder müssen wir hier wieder. Machen wir mal rein. Huch. War ja mal. Ho ho ho. Oh Gott. Wo kommen wir bloß hin? Das sieht alles nicht gesund aus. Hä? Sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Kann das sein? Das haben wir gar nicht gesehen. Das ist hier im Kreis, ne? Noch irgendwo eine andere Stelle, die man hier hoch muss. Kommen wir da hoch? Ne, da ist nichts. Okay. Aber warum ist hier so ein Gang? Frage mich gerade. Muss da irgendwie eine Bewandtnis haben? Das komische Ding hier. Okay. Oh, wo kommen wir hier? Wo ist hier los? Kommen wir nicht durch? Okay. Aber hier kommen wir auch nicht mehr hoch, ne? Ach, deswegen ist der Ausgang da.
Deswegen ist das Ding. Aber muss er irgendwie auch durchs Wasser gehen, ne? Oder kommt man mal, warte mal, wie kommt's? Wir haben ja nicht geduckt. Ah, was nicht denn da fein ist? Was ist das? Amiibo des Geistes, Gott. Wo ist es noch weiter hier? Oh, jetzt geht's wieder hoch. Ich höre schon wieder was. Jetzt habe ich wieder das Problem mit dem Festhalten, ne? Ja, komm mal hoch. Erstmal runter. Baby Burn, ne? Okay. Wo geht's hier lang? Wo kommen wir jetzt raus? Eins, zwei, drei, vierstöckige Pagode. Was ist denn hier, meine Herren? Meine Herren, wo sind wir hier hingekommen? Oh, Geistersymbole und Item. Kügelchen, wunderbar. Geister. Was ist da drüben? Was ist das denn? Oh. Oh. Na. Wo sind wir denn hier? Aha. Ach, da ist unser Anfangszug. Da, wo hier die Brücke und so. Ah! Da ist die Glocke, wo wir das Spiel schwerer machen könnten. Und was ist hier? Oh. Was ist das für ein geheimer Weg hier? Was passiert? Was erwartet uns hier? Runterspringen ist tödlich, ja. Rüberspringen können wir nicht, so wie es aussieht. Doch hier ist ein Schwungast, dann kommen wir da rüber. Ah, ist die Rückseite, ne, oder? Nee, das ist auch der Tempel, wo wir da hochgelaufen sind. Kann das sein? Ja. Das ist, glaube ich, das Ding, wo wir da so nach hinten durchgelaufen sind. Ja, ja. Na, wir schauen uns mal hier um. Was uns hier noch so erwartet. Uhrzeit? Ja, ach komm, wir haben noch ein paar Minuten. Okay. Kommen wir irgendwas machen? Doch, das ist die Tür. Oh, 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 oh. Uah. Oh, was ist denn hier drin? Was ist feines Verstecken? Sempo-Esoterik-Text, ein Buch, das Erlernen von Fähigkeiten der Sempo-Stils ermöglicht. Die Jünger des Sempo-Tempels meisterten im Streben nach Tugenden die Kampfkünste. Unabdingbar sind die eigenen Fäuste und strenge Disziplinen, um die Feinde Buddhas zu besiegen. Sie wurden jedoch von einer Besessenheit für die Unsterblichkeit ergriffen, die seine Lehren als auch seinen Stil
unkenntlich machten. Aha. Oh, toll. Haben wir jetzt hier irgendwie eine neue Fertigkeit? Also ist halt bloß im Dings, ne? Können wir bloß beim. Na, ihr wisst schon mal, der Schnellreise. Beim Buddha-Figur. Das war's? Naja, was heißt das war's, ne? Kann ja teilweise schon reichen. Okay. Jetzt geht's wieder zurück. Sieht aus wie eine Antenne da oben. Also da hoch kommen wir nicht. Wir haben uns aber irgendwie eine Sempo-Tempel. Wollen wir es wagen, darüber zu springen? Warte mal, ich will mal gucken, wie viel Kohle wir haben. Und Fertigkeitspunkte 4000. Verlieren wir die Hälfte. Wenn das nicht funktioniert hier mit dem Rüberspringen. Mit dem schwingenden Ding, weißt du hier. Dann kommt bestimmt da zum Baum. Vom Baum aus dann, ja. Könnten uns da aber auch schneller machen. Wir reisen zu schnell. Zur letzten Figur. Das ist er da unten. Da brauchen wir mich nicht. Aber wir können das Item habe ich im Kopf. Da müssen wir noch mal einsammeln. So. Warte mal. Naja, beruhigt euch. Nicht gleich wieder aufregen. Wir wollen bloß hier das Item noch einsammeln. Ist er auch wieder hier? Ne, der ist unten, ne, das Item. So, und der Baum wäre bestimmt gewesen von dem. Da waren wir, siehst du? Haben wir den ganzen Weg gespart. Okay. Jetzt sind die anderen ja auch wieder alle da, ne? Ja. Dann würde ich sagen, wir läuten die Glocke da, untersuchen die Glocke, da kommen wir zu den Affen hin. Okay, hier ist erstmal Ruhe. So, dann hätten wir doch hier alles abgekrast, ne? Hier lag nichts weiter. Nicht, dass die sich wieder aufregen hier, die Jungs. Oh. Hier ist erstmal Ruhe im Schiff. Lass uns mal hoch. Hier oben ist weiter nichts, ne? Ne. Nichts zu sehen. Oder da oben? Ne, das ist bloß der Greifhaken, ne? Aber sieht herrlich aus, ne? Die Buddha-Statue hier. Cool. Wollte gerade sagen, steht da einer? Ne, das sind da hier Statuen, die da stehen. Ah, hab schon eine Halluzination. Ja, da unten ist das Glöckchen, wo wir zu den Affen kommen. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ganz entspannt. Weil wir haben hier schon unsere Zeit erreicht. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Tipps und Tricks, ihr wisst Bescheid, ne? Oder sagt mir Bescheid, da geh nicht lang, weil da ist das Spiel zu Ende. Ne, also, dann sage ich mal, bis dann, euer Terra. Bleibt gesund, genießt das Wetter. Ciao, ciao.